Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei LS19, der Karte irgendwo in Thüringen, Version 3.101. Ich werde jetzt zum Hof fahren und mir dort erstmal eine Sämaschine wegbringen. Quatsch, die Ballenpresse. Und dann hole ich mir einen Dolly und versuche mal, wenn ich den Traktor hier mit dem Fendt entsprechend die Berg- und Talfahrt hinzukriegen. Ne? Mit LKW klappt das nicht. Der Boden ist ja zu nass. Ja, vermute mal, liegt am Mod. Ist aber auch realistisch, weil wenn eine extrem hohe Feuchtigkeit ist, wird die Reifen halt vom LKW nicht so geeignet, da was zu machen als vom Traktor her. Ne? Das ist eine ganz andere Auflagefläche und andere Kraft als vom LKW. Ja, die haben auch andere Bereifung etc. Und das ist dann klar, logischerweise würden die sich da entsprechend eher festfahren. Ne? Ja, ich fahre jetzt zum Hof und hole mir entsprechend da entsprechende Gerät. Ob es damit klappt, weiß ich auch nicht. Sicherlich besser wie mit dem LKW. Ja, so ein Ding wie jetzt theoretisch bei Kettel und Kopf, wo das sein könnte, dass man da mit zwei Fahrzeugen fahren könnte. Hat man gesehen am Video. Ob es auch funktioniert hat, ist mal jetzt, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Ob das funktionieren würde, weil aktuell kann man eh nur alleine spielen. Ob da ein KI das machen könnte, das weiß ich nicht. Also fraglich. Ich werde das mal hier mal versuchen mit dem Dolly dazu machen. Ne? Also Dolly Anhänger am Anhänger und dann entsprechend den ziehen. Oder ich muss mir mal bei Gelegenheit andere Outload Anhänger besorgen, die dann mit klarkommen, ne? Aber das scheint ja anscheinend, dass die Dolly jetzt Schwierigkeiten haben mit dem Anhänger von Kugel. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Vorher hatte ich die Probleme nicht gehabt. Ging es immer ganz gut. Jetzt mal Probleme da. Woran das liegen könnte? Tja, gute Frage, ich weiß es nicht. Muss ich mal, ja, rausfinden ist gut, ne? Wenn man den Grund nicht weiß, ist schwierig. Ich wollte da eine Halle reinfahren. Und der ging genauso wenig wie der andere. Mal schauen. Ich wollte hier nämlich rein. Versuchen irgendwie so da rein, ne? Das wieder gemacht. Ich muss ja den Platz erschaffen, weil im Prinzip der andere fährt hier durch mit dem Mist. Das wird schwierig. Ah, ein paar Mal gegenfahren wird schon gehen, ne? Ja, neue Aufnahmesession. Ich wünsche mal allen einen schönen Montag, einen schönen Wochenstart. Bevor ich das vergesse. Und nochmal schönen Dank fürs fleißig reinschauen und hier und da mal kommentieren, ne? Rebecca und Co. Ich weiß gar nicht, ob sie gucken. Ich glaube eher nicht, aber sie schreiben da was rein. Einen Link zu ihrem Kanal, solange das nur das ist, also bei mir nicht tragisch. Den anderen Kanal, wo ein Link zu einer anderen Seite geht, wo ja, Angebote gemacht werden, das wird gelöscht. Wo die auch Rebecca und Co. löschen möchte. Oh, schöner Kommentar. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Pfeiler in der Mitte sind, ne? Kriegst auch nicht raus. Wäre auch nicht logisch, ne? Ja, ein bisschen Gewalt. Wo bist du nicht willig, so schieb ich mit nach. Das war da mal so ein Spruch gewesen.
Gut, den hätten wir. Ja. Muss ich mal schauen, welchen soll ich nehmen? Ich glaube den älteren. Pink, weil ich glaube verkaufen. Muss man echt mal gucken, wo ich, ob ich bessere finde. Ne? Also drei Sorten habe ich ja da. Ja, aber der Ernte, das dauert noch ein bisschen, ne? Die andere Wiese wird man nicht umflügen, das ist ja erstmal nicht vorgesehen. Und hier oben warten, bis wir da düngen können. Das ist gerade mal die keimt, ne? Das dauert noch ein bisschen. So, sehen wir nicht viel. Schauen wir mal so, ne? Ja, ist hier Thüringen, ne? Ja, aber wie ist heute Mittwoch? Und frisch gebadet, frisch gestriegelt. Jo. Versuchen wir noch drei oder vier Aufnahmen zu machen. Bevor ich müde werde. Wäre ja ungünstig, ne? Aber übers Knie brechen würde ich auch nichts. Der Dog hat funktioniert, ne? Wäre eine Option. Wohl, der hat auch gesponnen, glaube ich. Ja. Kann aber täuschen. Weiß nicht genau. Schon so lange her. Vermute, der Anhänger ist zu hoch. So dass er irgendwie verkeilt. Keine Ahnung. Ansonsten habe ich so eine Mods drinne. Mal gucken, ganz kurz. Das wäre so eine Option. Der hat einen Deichsel schon dran, ne? Beziehungsweise, wenn wir so einen Anhänger nehmen würden. Wir würden zwar nicht so viel rauskriegen, aber da passen drauf Quaderballen, Rundballen. Hier steht nichts. Aber das wäre immer eine Option, ne? Das ist klein. Aber hier, die sind ganz gut, ne? Also 20.000. Zwei Achsen oder drei Achsen, ein bisschen größer. Wenn das nicht klappen würde, diese Option nutzen zur Not. Ne? Die würden eher funktionieren als jetzt. Wenn LKW funktioniert, der Anhänger ja ganz gut. Aber ja, LKW und so und Gras, üblich, das klappt nicht so recht. Ist leider so. So, da sind wir schon angekommen. Aber die Ballen müssen runter von der Wiese, damit wir später düngen können. Ne? Düngen ist ja auch ganz wichtig, das ist ja jetzt auch wichtig. Ich weiß ja auch nicht, ob der Mod zu stark ist, also zu sehr auf anspringt. Ne? Vielleicht auch ein Tick zu realistisch, kann man sagen. Ja, das, ob ich das Gras mal probieren, aber wie gesagt, Klee und so geht nicht weg. So, der LKW ein bisschen wegfahren, also klappt. Das sieht man schon hier an der Textur hier, dass da schon was nicht stimmt. Ich wollte den LKW rein. Ja, mit Mühe und Note. Das scheint ein bisschen abgezockt zu sein. Das wäre im reellen Leben ja auch so, ne? Ah, Weltmauer Straße. Also ich habe ja neulich jetzt mal, heißt neulich,
gestern oder vorgestern gesehen, dass Diablo 2 neu ja, aufgefrischt wurde, kann man sagen. Das ist noch nicht real, ist noch nicht da. Was meint ihr? Wollte ich da ein paar Folgen machen und die Kampagne durchziehen? Wäre doch mal interessant, ne? So. Das scheint zumindest zu funktionieren, ne? Ja, so nach 7 Tagen Spiel ist das schon ein bisschen was im Gedächtnis, mehr oder weniger verloren gegangen, was ich machen wollte, wo ich bei war. Das heißt, jetzt weiß ich ungefähr schon, ich wollte hier nachher später mit dem Strickel arbeiten und das ganze Gras, das gemähte Gras entfernen. Bei Kollegen Luzern hat es nicht geklappt. Klappt das hier auch nicht, dann fliegt das Ding, wird sie verkauft. Oh, hier ist so allerhand noch liegen geblieben, ne? Na gut. Dann ist das Problem, eine Kurve, wenn so kurvenreich ist, ne? Das ist, dann arbeiten die unsauber. Ja, gut, okay. Also mit Ballenpressen mit demselben Kurs haben die Schwierigkeiten. Muss ich mal schauen, ob ich ein anderes Stück Wiese verwende, obwohl aktuell haben wir mehr als genug. Der Deichsel spinnt. Spinnt, ja. Hatte ich hier so ein Colorphone-Sketch gesehen und mit dem Spinnt. Er war da weh und sagt, der Spieß zeigt zum Schrank und sagt, der Spinnt spinnt in der Spinnt. Der Spinnt ist eine andere Bezeichnung für Schrank. Wer das nicht kennt, aber wie gesagt, das ist dann recht lustig, ne? Wenn man das zweideutig Bezeichnung weiß, ne? Dann ist das schon recht interessant. Ja. Mit langen Haaren, ne? Ja. Das. Und ich hatte keine langen Haare gehabt damals. Ich habe damals auch recht kurze gehabt. Und trotzdem hat er mit leichter Friseur gesteckt, das Spieß. Kann man dazu sagen, die hatten in der Kaserne ihren eigenen Friseur. Das glaub mir, ungepflegte Soldaten werden nie rausgekommen aus der Kaserne. Selbst zu Corona-Zeiten hätten die sich Haare geschnitten, ne? Auch wenn sie vielleicht alles dicht gemacht hätten. Aber was der Wirtschaft schadet, hätten sie bei uns früher garantiert nicht gemacht. Geschweige denn den Urlaub vermiest. Denn wenn die wirklich alles machen wollten, was sie machen müssten, dann müssten sie halt, wenn sie sich beschweren, auch die Krankenhäuser sind überlastet und so, dann müssten sie da was tun, das entlastet wäre. Ne? Also entsprechende Ausbildung, neue Einstellungen von Pflegekräften, Ausbau der Bettenkapazitäten und so alles. Das wird ja nicht gesagt und auch nicht gemacht. Also kann es dramatisch sein. Zack, haben wir ein paar. Ja, da haben wir jetzt, also wir kennen es halt da. LKW hast du in die Anzahl gesehen, jetzt hier siehst du keine Anzahl. Naja, die erste Reihe ist fast voll, zwei noch. Passen ja 72 rauf insgesamt. Und wieder war. Dann haben wir die Kühe erstmal genug Gras. Silage später, ne? Brauchen wir 3 Tage, um zu isolieren. Futteranlage läuft noch. Also können wir auch ein paar eingeben ins in die BGH. Haben wir alle Ballen? Nein. 2 doch, Entschuldigung. Jetzt kriegt Glück auf. Doch gar nicht.
muss ja kurz was trinken, was Kaltes. So, haben wir alles. Jo. Ich fahre den mal runter Richtung Straße. Und wird man gleich den anderen Fahrzeug holen mit dem Striegel. Entschuldigung. 741 Watt. Wahnsinn. Ja, verkalt er sich wieder das zu der Dolly. Warum weiß ich auch nicht. Ja. Gut. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir striegeln und dann die Fahrzeuge zurückbringen. Ne? Mal tschüss, ciao. Ja, und dickes Dankeschön fürs fleißig reinschauen. Ja, vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder. Morgen geht's hier weiter mit striegeln. Tschüss.